Hi und herzlich willkommen auf dem Kanal von PR Snakes. Ich heiße Philipp und im heutigen Terroristic Basic möchte ich dir zeigen, was diese ganzen Nomenklatur wie 0.1, 1.0, 0.0.1 bedeutet. Viel Spaß! Ja, häufig erreichen mich einfach die Fragen, was diese ganzen Zahlen immer bedeuten, die vor den Bezeichnungen der Tiere stehen, vor allem 1.0, 0.1. Und zwar ist es einfach nichts anderes letztendlich als die Bezeichnung des Geschlechts. Und zwar steht 0.1 für Weibchen und 1.0 für Männchen. Dann gibt es noch 0.0.1, das sind einfach unbestimmte Geschlechter. Ja, also Tiere, bei denen man noch nicht das Geschlecht bestimmt hat, häufig auch zu finden bei Baumpython-Nachzuchten. Ja, Baumpythons werden oder sollten ja, mit ganz vielen Ausrufezeichen nie unter einem Jahr geschlechtsbestimmt werden, einfach weil bei Baumpythons die Schwänze so enorm dünn sind, dass die Gefahr besteht, wenn man diese sondiert, dass man die Schwänze bricht oder die Wirbelsäule bricht, und deswegen sollte man das unterlassen. Wie gesagt, 0.1 steht für weibliche Tiere und 1.0 für männliche Tiere. Die Geschlechtsbestimmung habe ich schon in dem Video zu gemacht. Dürft ihr gerne mal hier oben irgendwo schauen, werde ich euch verlinken, falls euch das interessiert. Ich werde es euch an dem Männchen noch einmal demonstrieren. Und zwar, man hält den Finger auf die letzte Schuppe. Und übt leicht Druck aus und die Hemipenis lassen sich ausfahren. Also wirklich ein kurzes und knappes Video, gehört für mich zu den Basics, ganz klar. Man muss wissen, was diese Abkürzungen bedeuten. Wie gesagt, 1.0 ist ein Männchen, 0.1 ein Weibchen, 0.0.1 unbestimmtes Geschlecht. Ja, das war's für heute, für die erste Folge der Terroristic Basic Reihe. Wie der Name schon sagt, gehört dieses Wissen für mich zum Basic Wissen jedes Einsteigers, jedes Terrarianers. Jeder, der Reptilien hält, sollte wissen, was diese Abkürzungen bedeuten. Und ich hoffe, ich konnte es euch damit gut erklären. Ich würde mir freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten.